Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Es ist wieder Zeit für Gartenarbeiten und wir machen gleichzeitig dabei auch noch einen Gartenrundgang. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann seht ihr auch noch, wie unser Garten auf dem Hof gerade aussieht. Als erstes hole ich mir wie gewohnt meinen Arbeitszettel, den mein Mann geschrieben hat. Bitteschön. Danke sehr. Super, das kann ich alles lesen. Wir werden die Jungpflanzen von den Herbstsalaten, also Endivien und Radicchio pflanzen, ins Hochbeet. Dann werden wir eine ganz besondere Tomate ernten und wir werden beim Porree vorbeischauen. Da ist Arbeit angesagt, da müssen wir mal hacken, mulchen und vielleicht auch die Netze drauf machen. Und in der Voranzucht müssen wir die Quickpots voll machen, denn wir wollen natürlich auch wieder Feldsalat haben. Und dann schauen wir später mal, wie es im Sonnengarten so aussieht und anschließend auf dem Hof. Ich würde sagen, wir starten und gucken mal, wo die Jungpflanzen vom Herbstsalat sind. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Wald. Super, guck mal. Das hier sind unsere Radicchio-Pflanzen. Die haben wir letztes Mal pikiert beim letzten Gartenarbeit, Gartenrundgang-Video. Und hier daneben sehen wir die Endivien. Wunderbar. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Hochbeet von den beiden. Und da ich nicht beide gleichzeitig tragen kann, nehme ich erstmal den Radicchio. Bei unserem sonnigen Hochbeet Nummer 4 steht ja das Wurzelgemüse drin, wie ihr sehen könnt. Und hier daneben war rote Beete drin und hier sind auch noch Reste von Erbsen. Das mache ich jetzt erstmal sauber und dann setze ich gleich die Radicchio-Pflanzen rein in einem Abstand von ungefähr 30 cm. So wie bei Salaten auch, nicht tiefer setzen. Und ja, ich weiß, Radicchio ist nicht jedermanns Sache, weil es so ein bisschen bitter ist. Allerdings finde ich die farblich total toll und geschmacklich ist es auch mal was Besonderes. Denn die kann man zum Beispiel, wenn man sie später erntet, ganz, ganz fein slicen, also hobeln oder schneiden, in Salat untermischen oder auch einfach blanchieren, mit durch die Pfanne ziehen. Wie esst ihr am liebsten Radicchio? Schreibt mir das gerne mal unter das Video. Bei uns wird er ganz gern gegessen. Und schön ist er auch, deswegen kommt er jetzt hier ins Beet. So, ich räume erstmal auf und dann kommen die Salate rein. So, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt suche ich mir natürlich die schönsten Jungpflanzen aus, damit die gut weiter wachsen können. Die setze ich nicht tiefer. Einmal. Ich mache es doch mit den Fingern, ich kann das nicht mit der Schaufel. So, 30 cm, ne? Oder? Nee. Nee, lass mich raten. Es ist wieder zu eng. Es müssen mehr. Okay. 40. 40. Okay, dann sind wir hier. 40 cm. Das ist immer wieder faszinierend, ne? Wie groß die werden, wie viel Platz die beim Einpflanzen dann brauchen. Ich glaube, das ist so einer der größten Fehler im Garten, ne? Dass man zu wenig Platz lässt. Ja. Ist aber auch nicht einfach. So, die wollen wir noch angießen. Ich stell die schon mal zurück. So, Wassermarsch. Das ist so praktisch. Wasser sammeln und dann mit dem Gießstab gießen. Schlupp. Voll aufdrehen werde ich die jetzt wohl nicht. Testen wir mal. Tränken gießen, gerade bei dem Wetter. Ah, so passt das. Und nochmal von vorne. Und dann geht's zum nächsten Hochbeet, ne? Ja. Mit den Endivien. Super. So, den Wassergießstab lege ich hin und die Endivien nehme ich jetzt mit. Und jetzt gehen wir zum Hochbeet Nummer 1.
So, da sind wir beim Hochbeet Nummer 1. Hier sind natürlich die Bohnen dran, drin und dran, genau. Und hier haben wir noch ja, eine ganze Reihe frei, denn wir haben die Kerbelrübe ja jetzt schon abgeerntet. Ein paar waren ganz gut, ein paar andere eben nicht so gut. Da werden wir uns auch noch weiter vortasten. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tipp zum Anbau von Kerbelrübe. Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das war jetzt nicht schlecht, aber ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die Endivien setze ich jetzt hier rein. Ich suche mir jetzt die schönsten aus. Und ja, Pflanzabstand ist jetzt bestimmt hier auch 40, oder? Beim Endivien? Nee, warte mal. Wie, weißt du nicht auswendig? Nee, ich schau mal nach. Guck mal nach. So, Endivien, 30. 30? Ja. Also eine Schaufellänge von unserer Jubiläumsschaufel. Genau. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt auch Endivien im Garten. Und die sind auch so schön. Auf jeden Fall darf ich nicht vergessen, die gleich noch anzugießen. Und wenn die schon ein bisschen größer sind, dann stibitze ich mir hier und da auch schon mal ein Blättchen. Na guck mal, die Nachbarschaft ist wieder fleißig. Es wird laut. Hier haben wir ein paar Brennnesseln an meinen Füßen. Aber wie war das? Das ist gut gegen Rheuma, ne? Ja. Habe ich gar nicht, aber erfrischt. Jetzt sind ja einige Pflanzen über. Ich denke mal, die ein oder andere Lücke in unseren Beeten werden wir noch finden und füllen. Und was dann noch über ist, wird entweder ein Teil als Backup bleiben und vielleicht können wir die einfach weitergeben an unsere direkten Gartenfreunde hier. So, den nehme ich noch. Diese schöne Salatjungpflanze. Guck mal, ist die nicht schön? Die sieht richtig gut aus. Und ab in die Erde. Wassermarsch. Die stelle ich jetzt wieder auf den Jungpflanzentisch in die Sonne und dann hole ich mir eine Gießkanne und komme gleich wieder. So, Kanne. Brause. Und los. Einmal gießen. Ich fange vorne nochmal an. Nachdem ich die jetzt gleich angegossen habe, werden die natürlich gemulcht. Bei den Salaten machen wir das gerne mit Stroh, dann können die von unten auch nicht so wegfaulen, ähnlich wie bei den Erdbeeren auch. Es ist wirklich sehr, sehr trocken dieses Jahr. Was sind eure Gießtipps oder wie spart ihr Wasser? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, ist ja echt ein wichtiges Thema. So, jetzt schauen wir mal zusammen auf den Zettel. In irgendeiner Tasche habe ich ihn. Hier. Schön, dass du mittlerweile so ordentlich schreibst. Ich gebe mir Mühe. Das machst du gut. Wir ernten, ah ja, die besondere Tomate mit dem Gewinnspiel, ne? Okay. Ich freue mich schon. Die ist echt der Hammer. So, ihr Lieben. Hier in diesem Metallkübel haben wir im Haus ja Tomaten stehen, auch dieses Jahr. Und dieses Jahr ist genial. Also so tolle Tomaten wie dieses Jahr gab es die letzten Jahre nicht. Und es gibt eine ganz, ganz besondere dabei. Hier steht die Ananastomate. Ich glaube, so ein riesiges Exemplar hatten wir noch nie. Und wir möchten, ich hole jetzt erstmal vom Strauch hier runter. Schneide ich auch ab. Ja, reif ist sie auch. Sie ist weich, es wird Zeit. Guckt euch das mal an. Die sieht schon aus wie eine Blume. Ja, ich bin tomatenverliebt, ihr vielleicht auch. Wir möchten das Saatgut von genau dieser Tomate verlosen. Deswegen gibt es auf unserem Kanal auf YouTube einen Shot,
Also ein Short, ein kurzes Video. Und da fragen wir euch, wie schwer mag die wohl sein? Also guckt gerne bei uns auf dem Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, wie schwer diese Tomatenfrucht hier ist. Und mit etwas Glück bekommt ihr das Saatgut von eben genau dieser Frucht, der Sorte Ananas oder Ananasblume. Diese wunderbare Tomate werden wir gleich verköstigen. Ihr seht auch noch gleich, was aktuell unser Lieblingssalat ist. Die lege ich jetzt auf Seite und ich weiß, im Porree-Beet ist noch einiges zu tun. Und deswegen werden wir jetzt da hingehen und weiterarbeiten. So ihr Lieben, hier im Sonnengarten haben wir ein Porree-Beet, das ist der Winterporree. Den Sommerporree haben wir soweit abgeerntet, das war recht viel. Ein Teil haben wir eingefroren und das Schöne beim Porree ist ja wirklich, dass man sich ja fast das ganze Jahr über damit selber versorgen kann mit den beiden Sorten. Und wenn man dann auch noch was im Froster hat. Hier vor mir seht ihr jetzt jeweils drei, also zweimal drei Reihen vom Winterporree. Und beim Winterporree oder beim Porree überhaupt ist es wirklich wichtig, dass wir die Beikräuter oder die Unkräuter in Schach halten, denn der wächst langsam. Und wenn die Unkräuter schneller wachsen und höher werden, dann geben sie Schatten, dann wollen sie die Nährstoffe haben. Deswegen heißt es jetzt zum einen die Disteln rausziehen, das mache ich gerne mit dem Multispaten. Und wir werden dann hacken, da habe ich mir hier schon die Pendelhacke besorgt. Lieber Gärtner, hast du Lust, das mit mir zusammen zu machen? Aber gern. Möchtest du lieber hacken oder lieber Multispaten? Ich nehme den Multispaten. Okay. Dann geht's los. Okay. So. So. Mach ich die Distel? Bitte? Mach ich die Disteln? Ja. Ja, wo fange ich denn an? Wo sind denn keine Disteln hier? Hättest du gedacht, dass wir diesen Garten noch mal verlassen und noch einen größeren Garten uns anlegen? Nee, niemals. Jetzt haben wir vom Bauernhof geträumt, aber dass das wirklich mal was werden könnte, das ist schon echt toll. Da musste schon was Besonderes kommen. Und ja, das hast du mal gesagt. Wenn ich hier noch mal umziehe, dann muss das echt was Besonderes sein. Ja. Okay, fertig. Die Beikräuter haben wir jetzt hier rausgezogen und gehackt. Wunderbar, es wird natürlich noch gegossen und gemulcht. Das machen wir später. Wir gönnen uns jetzt eine Pause und essen einen unserer liebsten Tomatensalate. Selbstversorgung pur, was einen wirklich glücklich macht. Und im Anschluss daran geht es gleich weiter mit den Aussaaten für den Herbst. Thank you.
Wir haben uns den Salat gerade schmecken lassen, habt ihr gerade gesehen. Sah ganz gut aus, oder? Köstlich war er auf jeden Fall. Ein Video haben wir übrigens auch dazu gemacht, wie wir unsere Salzgurken herstellen, also wie wir Gurken fermentieren. Den findet ihr in der Infobox, den Link dazu. Ich finde das total toll. Einmal, weil es unheimlich köstlich ist und weil es natürlich in Sachen haltbar machen und Selbstversorgung richtig gut ist. Und es ist gesund. Fermentation ist eine richtig klasse Sache. Als nächstes werden wir den Feldsalat aussehen. Und ich sehe schon, die Quickpot-Platten hast du, wann auch immer, eben schon vorbereitet, mein lieber Mann. Ja, als du Essen gemacht hast. Sehr cool. Habe ich aufgeräumt und die Platten vorbereitet. Feldsalat essen wir unheimlich gerne. Deswegen wahrscheinlich auch direkt 3 Quickpot-Platten. Wir ziehen den vor. Muss man nicht unbedingt machen. Man kann ihn auch in Direktsaat von Juli bis September im Freiland breitwürfig aussehen. Das funktioniert. Wir möchten das aber bei uns jetzt so machen, dass wir unsere Beete maximal ausnutzen. Bei uns kommt der Feldsalat ins Hochbeet. Alleine wenn ich daran denke, im Winter, ich gehe den ernten, nehme ich mir eine Schere mit, bin meistens mit Gummistiefeln unterwegs. Da ist es schon ein bequemer Vorteil, wenn ich das dann eben im Hochbeet machen kann. Aktuell stehen dann noch die Buschbohnen drin. Die werden wir Anfang, Mitte September abernten, so die letzten Buschbohnen. Und danach setzen wir Jungpflanzen dann da rein. Die pikieren wir auch nicht mehr. Dann nehmen wir die komplette Jungpflanze und setzen sie dann ein. Somit haben wir immer volle Beete, volle Erntekörbchen und sind glückliche Selbstversorger. Dafür müssen wir natürlich erstmal aussehen. Das mache ich jetzt. Für die Aussaat raue ich ein bisschen die Erde auf. Was heißt raue ich auf? Ich wühle hier ein bisschen rum und dann streue ich pro Pöttchen, das sind jetzt die kleinen von den Quickpots, 3, 4, 5 Körnchen rein. Und was aber ganz wichtig ist, wir haben ja jetzt gerade Sommer, es ist ziemlich warm und für die Keimung werden wir die Quickpot-Platten natürlich kühler stellen und schattiger stellen, damit das auch mit der Keimung richtig gut funktioniert. Und wenn ich so dicke Knüppelchen dazwischen habe, tue ich die raus, dass es schön fein ist. So, die werden natürlich auch mit kaltem Wasser angegossen oder mit kühlem Wasser, auf jeden Fall nicht mit warmen. Wir haben eine Keimtemperatur von 10 bis 15 Grad hier. Und wenn die dann gekeimt sind, dann dürfen die wieder in der Sonne stehen. So, das gute Saatgut habe ich hier, biologisch und samenfest, wie ihr das von uns kennt. Den Feldsalat kann man im Freiland, wie gesagt, von Juli bis September aussehen und anschließend sogar später auch noch unter Glas. Wir haben übrigens eine Herbstbox zusammengestellt. Die findet ihr auch verlinkt unter diesem Video, was ihr jetzt alles noch schön aussehen könnt. Und wann wir das aussehen, haben wir nicht abgeschrieben, sondern mühevoll selbst erarbeitet in unserem Aussaatkalender. Auch den haben wir verlinkt. Alles Herzblutprodukte, wenn man so will, wo wir unser Wissen an euch schön aufgearbeitet weitergeben. Beziehungsweise in unseren Videos bekommt das natürlich auch kostenfrei und werbefrei und hoffentlich unterhaltsam von uns präsentiert. Und ich hoffe, es macht Spaß. Mein lieber Gärtner, hast du Lust mitzumachen? Mit dir immer gerne. Komm. Soll ich machen? Zu machen oder? Frau Katze, Fuß, Frau Katze, Fuß, gib allen einen Abschiedskuss wieder. Ich mach dann zu, ja? Yep. Halt mal Hand runter. Kalt genug? Darf ich? Ja. So ihr Lieben, wir haben unseren Feldsalat jetzt angegossen. Natürlich vergessen wir nicht, den gleich auch schattiger zu stellen, sonst wird das mit der Keimung nämlich nichts. Wir schauen jetzt mal zusammen. Moment, nichts vergessen. Ich glaube, jetzt ist Gartenrundgang mal angesagt. Ja, haben wir soweit alles erledigt. Jetzt schauen wir mal hier in unserem Classic-Garten, im Sonnengarten, wie es hier so in den Beeten aussieht. Los geht's.
Dieses Jahr ist es zwar sehr trocken, aber der Garten ist einfach wunderschön. Wir können eine ganze Menge ernten. Wir haben Mais jetzt, der erntereif ist. Wir haben Sommerporree abgeerntet. Die Möhren sind da. Rote Beete. Übrigens, Apfel, Möhre und rote Beete entsaftet, finde ich, schmeckt richtig gut. Und wenn wir hier ins Hochbeet schauen, Hochbeet Nummer 4, die zweite Aussaat von Schwarzwurzel und Haferwurzel hat dann gut geklappt. Die sind auch ausgelichtet. Ich denke, das wird was. Bei den Pastinaken war es ja wirklich schwierig für uns. Die Schnecken waren einfach sehr, sehr schnell. Die sind jetzt natürlich viel kleiner, als sie eigentlich sein sollten. Aber mit ein bisschen Glück und einem warmen Herbst wird das auch noch was. Ich liebe das. Im Winter dieses Wurzelhochbeet, wo ich immer ernten kann, wenn ich was brauche, was gemulcht ist. Das ist echt genial. Auf der anderen Seite haben wir das Porree-Beet, habt ihr eben gesehen. Kartoffeln stehen da, dicke Bohne, die zweite Runde wächst auch richtig schön. Die Zwiebeln haben wir abgeerntet, das war echt eine gute Ernte. Wir haben die Lauchzwiebel noch stehen, die Edamame ist drin. Hier sind wieder Kartoffeln, die wir auch nach Bedarf ernten. Und ich sage euch, eigene Kartoffeln, Kartoffelsalat im Sommer, es ist eine wahre Freude. Überall verteilt haben wir verschiedene Blumen, wie ihr ja unschwer erkennen könnt. Ob jetzt die Cosmea oder der Borage oder das Jessopkraut, was hier wächst. Genial. Die Sellerie sehen richtig gut aus. So, ich gehe jetzt ein bisschen tiefer in den Urwald hier rein, denn da sind auch noch wunderschöne Früchte, die ich euch zeigen möchte. Der Weg ist voll, überall Borage. Unser Gemüsegarten mutiert zum Dschungel. Ich liebe das ja. Hier bin ich. Vor mir seht ihr vielleicht so ein bisschen Gemüseschutznetz und darunter sind Kohlköpfe. Aber was für Kohlköpfe? Ich werde jetzt demnächst ordentlich Sauerkraut machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Es ist Weißkohl, es ist Rotkohl, die sehen richtig gut aus. Die Netze lohnen sich dann doch. Hier vorne haben wir übrigens Zucchini, die werden auch reichlich geerntet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Pflanzen drin stehen. Das reicht aus, um alle zu versorgen. Hier neben mir direkt seht ihr unsere Freilandtomaten. Was soll ich sagen? Keine Kraut- und Braunfäule, gar nichts. Die sehen total robust aus, wie wir das von unseren Sorten auch kennen. Wenn da wieder mehrere rot sind, werden wir sicherlich Tomatensauce einkochen. Und dahinter die kleine Tomate, die ist ja, die ist einfach die Snacktomate. Da sind wir meistens nicht schnell genug. Und die Kinder, die hier sind, die, ja, die schnuckeln die alle vorher weg. Aber das ist auch genau richtig so. Zwischen unseren Tomatenpflanzen haben wir natürlich Basilikum, der wächst hier. Und dahinter sind abgeerntete Brokkoli-Pflanzen. Und was soll ich sagen, diese Seitenröschen, dadurch, dass es so viele sind, kann ich immer wieder zwischendurch lang gehen und die ernten. Und dann ist es eine ganze Mahlzeit. Dahinter steht noch eine bunte Vielfalt. Ich finde, Garten ist nicht nur was für Ernte oder fürs Haltbarmachen, sondern eben auch fürs Gemüt, dass ich hier durchgehen kann und es tut mir einfach gut. Da steht Mangold. Mangold ist so schön bunt. Wir können es ernten, die Stiele als auch die Blätter, die sind vielfältig zum Verwenden. Das darf natürlich nicht fehlen. Ich bin immer so faszinierend. Ein kleines Samenkorn, und wir haben ja einige davon, und dann sieht das hinterher so aus. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, oder? Bei uns hier im Garten, im Gartengemüsekiosk Classic Garten, gibt es natürlich noch mehr schöne Ecken zu sehen, außer hier der Sonnengarten. Mein lieber Gärtner, hast du Zeit, gleich noch ein paar Impressionen einzufangen? Aber gerne. Das ist schön, dann könnt ihr noch gucken, wie es hier aktuell aussieht. Aber nicht nur das, wir haben noch mehr Impressionen für euch. Wir möchten euch nämlich auch noch zeigen, wie der Gemüsegarten auf dem Hof gerade aussieht. Ihr kennt uns, wir können nicht stillhalten, wir haben da auch noch was gepflanzt. Deswegen wandere ich jetzt mal darüber und zeige euch den Garten da auch noch. Hey, wo ist mein Zettel? Ach so, ja. Habe ich fast vergessen. Na klar, den werfe ich dir gerne wieder zu. Aber erst knülle ich den. Achtung! Super gemacht, Dan.
Ja, willkommen in unserem Hofgarten. Sind wir gerade mal rüber gewandert. Ihr habt ihn vielleicht schon mal in unserem ersten Gartenrundgang hier gesehen und da war ja nicht viel zu sehen. Es war alles platte Wiese mit den ganzen Löchern, was ich euch gezeigt und erzählt hatte. Und jetzt sieht es hier so aus. Natürlich können wir die Finger nicht stillhalten. Ihr kennt uns ja und hier ist einiges passiert. Wir haben gesät, aber zwischendurch ist natürlich auch schon mal der Trecker durchgefahren. Ein detailliertes Video dazu wird auch noch folgen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und auch zu schauen, wie das hier weiter wächst und auch aufläuft. Da ist eine ganze Menge drin, unter anderem viele Sonnenblumen. Gucken wir mal, wie das weiter wächst. Abgesehen von dem Feld hinter mir, seht ihr vor mir schon wieder Gemüseschutznetze. Ja, wir können gar nicht anders. Und auch schon so ein bisschen Beetfläche. Was es jetzt hier im Detail schon ist, was wir angepflanzt haben, gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben jetzt ein gutes Gefühl dafür bekommen können, was es bedeutet, wenn man seinen Garten nicht dauernd sehen kann. Wir sind ja nicht dauernd hier, haben aber Beete angelegt und ja, ihr seht, es wuchert nicht nur das Gemüse, sondern eben auch, was hier vor allen Dingen sehr, sehr gut wächst, ist die Melde in horrenden Mengen. Also ich kann hier dauernd durchgehen und die zupfen, lasse ich dann liegen als Mulch. Gott sei Dank ist sie recht einfach aus der Erde zu ziehen mit den Wurzeln, dann ist das ganz schön. Hier unter diesem Gemüseschutznetz, wo demnächst auch Bögen rein müssen, weil das sonst das Ganze einfach platt drückt, sind Kohlpflanzen drin. Die haben wir mitgebracht aus unserem Klassikgarten, die hatten wir da über. Da ist dabei, ihr seht es wahrscheinlich schon, Rosenkohl, der Palmkohl, Winterwirsing, aber auch der Grünkohl sind hier drunter und eben auch jede Menge Melde. Also hier ist der nächste Arbeitsschritt. Netz ab, Beikräuter, Melde rausnehmen, Bögen reinarbeiten oder ähnliches und das Netz wieder drauf bringen, damit wir hier im Winter schön ernten können. Natürlich haben wir die Beete hier auch angelegt, weil wir einfach neugierig sind. Mit welchen Herausforderungen haben wir in Zukunft zu tun? Gibt es hier besondere Pflanzen, besondere Tiere? Und naja, wenn wir hier so ein bisschen schauen, wir ahnen es, dass es hier Wühlmäuse gibt. Vielleicht habt ihr schon die ultimativen Tipps, wie ihr damit gut gärtnern könnt. Gerne in die Kommentare. Ich sage ja, es ist eine Ahnung, aber ich glaube, sie wohnt tatsächlich hier. Wir schauen mal. Hier seht ihr jetzt einen Beetstreifen mit mehreren Reihen. Ihr seht es ja, es sind Kartoffeln drin. Wir hatten noch ein paar Winterkartoffeln, Saatkartoffeln über. Und da haben wir uns gedacht, wunderbar, die setzen wir direkt im neuen Hofgarten ein. Und das hat weitestgehend auch ganz gut funktioniert. Natürlich heißt es auch hier wieder dazwischen, Melde rausholen, mulchen und pflegen, wenn wir denn da sind. Und in dem Streifen daneben, da haben wir Erdbeeren eingesetzt. Wir hatten noch ein paar Jungpflanzen da. Wir lieben natürlich Erdbeeren und damit die nächstes Jahr auch richtig gut tragen können, heißt es ja im August spätestens einsetzen, dann können wir im nächsten Jahr auch richtig gut ernten. Da haben wir zwei Reihen von gesetzt. Ich hoffe, die wachsen alle gut an. Ich hoffe, die Wühlmäuse finden sie gar nicht und wir haben nächstes Jahr eine schöne Ernte der Erdbeeren. Ihr Lieben, wir sind ein Stück weiter in unserem Hofgarten gerutscht und hier seht ihr einen großen, großen Busch. Und wie wir das in den Kommentaren ja auch erfahren durften und wie es die Johanna auch verifiziert hat, hier haben wir die Bartblume, die wir im Frühjahr ordentlich runterschneiden können. Und nicht nur, dass sie ganz intensiv riecht, jetzt zeigt sie auch ihre wunderschönen Blüten. Und tatsächlich, es ist ein Insektenmagnet. Hier sind ganz viele Hummeln und Bienen drauf zu sehen. Und ja, es ist eine wahre Freude. Also vielen Dank für euer Mitmachen, die ganze Interaktion. Das ist echt richtig klasse. Jetzt habt ihr so ein bisschen den Überblick, wie es gerade im Classic-Garten, aber auch wie es hier im Hofgarten aussieht. Wenn ihr weiter mitbekommen möchtet, wie das hier in Zukunft weiter aussehen wird, dann lasst gerne ein Abo da und wenn ihr diese Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht war es einfach nur unterhaltsam, interessant, vielleicht war auch die ein oder andere Inspiration oder Erinnerung dabei. Das wäre richtig fein. Zum Weiterschauen haben wir natürlich auch wieder was verlinkt. Einmal hier oben unser Video, wo ich eben von gesprochen hatte, der erste Gartenrundgang hier auf dem Hof. Und wenn ihr euch fragt, was ihr gerade im Garten vielleicht aussehen könntet, haben wir hier unten verlinkt unsere Playlist mit den ganzen Aussaatvideos. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei euch im Garten, auf dem Hof, auf der Terrasse oder eben auch auf dem Balkon. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.